An diesem Schauplatz in South LA ist es zur tödlichen Konfrontation zwischen Polizisten des LA Sheriff Department und dem Afroamerikaner Deshaun Kizzy gekommen. Der 29-Jährige wurde dabei erschossen, möglicherweise mit bis zu 20 Schüssen, so jedenfalls Augenzeugen hier. Die Augenzeugen sagen, dass es sich hier eindeutig um einen ganz aggressiven, furchtbaren Polizeiübergriff gehandelt hat, so wie sie es erzählen jedenfalls. Sie sagen, Kizzy wäre auf der Flucht gewesen, er hätte sogar seine Arme nach oben gerissen, sich praktisch ergeben. Dennoch hätten die Polizisten das Feuer eröffnet. Wie gesagt, mehr als 10, möglicherweise bis zu 20 Schüsse. Diese Schüsse sind zu hören auf Videoaufzeichnungen von den umliegenden Überwachungskameras. Der Mann ging, der 29-Jährige ging zu Boden, doch die Polizisten feuerten einfach weiter, obwohl bereits klar war, dass der Mann verstorben ist. Ein wirklich grauenhafte Szenen, die natürlich Los Angeles und die USA neuerlich erschüttern in Zeiten der großen Unruhen nach dem Tod von George Floyd und weiteren Afroamerikanern, die in den Händen der Polizei ums Leben gekommen sind. Die Polizei hier in Los Angeles allerdings verteidigt sich. Sie sagt, sie hätten eine Waffe gefunden an dem Mann, an Kizzy, der zunächst mit einem Fahrrad unterwegs gewesen ist. Diese Waffe wäre zu Boden gefallen. Sie behaupten, dass es so schien, als wollte er nach der Waffe greifen. Allerdings alle Augenzeugen hier widersprechen der Version der Polizei. Das Police Department hält sich hier bedeckt. Es gibt bisher nur eine relativ dünne Stellungnahme dazu. Mittlerweile hat die Familie des Opfers, die schon Kizzy, den prominenten Anwalt von George Floyds Familie, ebenfalls angeheuert. Und dieser Anwalt macht natürlich jetzt das Argument, dass es sich hier um einen weiteren furchtbaren Polizeiübergriff handelt und einen weiteren Beweis, dass die Polizei hier in Amerika völlig außer Kontrolle ist und besonders hart gegen Afroamerikaner vorgeht.